begleiten Sie den Landkreis Fürstenfeldbruck auf dem Weg in eine nachhaltige Zukunft und entdecken Sie Schätze vor Ihrer Haustür. Lecker, so ein kühles Bier. Im Landkreis Fürstenfeldbruck gibt es herrliche Biergärten, in denen man den Sommer in vollen Zügen genießen kann. Doch wer nach einem Besuch eines dieser lauschigen Plätzchen ohne eigenes Auto nach Hause kommen möchte, steht zuweilen vor einem Problem. Abends oder nachts und an den Wochenenden fahren viele Busse nicht mehr. Bleibt also nur aufs Fahrrad steigen, laufen oder ein Taxi rufen. Oder? Zu Zeiten, in denen der Bus nicht fährt, können Sie jederzeit die Zentrale des MVV-Ruftaxis anrufen. Das hat einen Vorlauf von 45 Minuten, also am besten machen Sie es, bevor Sie den letzten Mast trinken oder vor Sie eine S-Bahn nehmen oder was auch immer. Und dann kommt das entsprechende Taxi, wenn es soweit ist. Also dann, machen wir die Probe. Wir rufen bei der Zentrale des Ruftaxis an und erfahren, das nächste Taxi soll uns in 45 Minuten an der Bushaltestelle abholen. Bis zur Abfahrt ist noch ein wenig Zeit. So bleibt noch Muße für einen kurzen Schaufensterbummel. Blick zur Uhr, pünktlich. Das klappt ja toll. Und so komfortabel geht es nun ab aufs Land. Das Ruftaxi wird von der Firma Zeiler aus München betrieben. Das Unternehmen arbeitet seit Jahren im Beförderungsbereich und hat die Vertreter des Landratsamtes bei einer Ausschreibung des Projektes überzeugen können. Wir waren Agenda Musterlandkreis damals Arbeitsgruppen, die sich auch mit dem Thema Mobilität befasst haben. Und die haben dann dieses System mit weiterentwickelt und rausgekommen ist ein Anruf-Sammeltaxi-System, das wir dann stetig weiterentwickelt haben. Während ein normales Taxi sie von Haustür zum Zielort fährt oder andersrum, ist das Ruftaxi-System ja eigentlich sozusagen ein kleiner Bus von der Idee her. Das heißt, er fährt nach einem bestimmten Fahrplan und er fährt insbesondere auch Haltestellen an. Das macht das normale Taxi ja nicht. Ist also ein klein wenig weniger bequem, aber dafür natürlich sehr viel kostengünstiger. Sie fahren es ja nach dem MVV-Tarif. Der freundliche Fahrer ist regelmäßig für das Ruftaxi auf der Straße. Auch für ihn ist das Projekt eine lohnende Sache. Ich mache das auf 450-Euro-Basis. Ich bin Rentner und man muss ein bisschen von A nach B fahren. Das macht ja Spaß, man lernt neue Leute kennen. Dann hat man auch seine Stammgäste. Also es macht Spaß. Die Fahrten werden ohne eine feste Linienführung gefahren. Das spart Zeit. So können auch mehrere Haltestellen in einem Ort zu einer Haltestellengruppe zusammengefasst werden. Wer eine gültige Zeitfahrkarte für den Fahrtbereich besitzt, kann diese am Ziel einfach dem Fahrer vorlegen und muss nichts zusätzlich zahlen. Wer keine hat, kann diese beim Fahrer kaufen. Die kundenfreundlichen MVV-Tarife sind dabei auch für Fahrgäste mit kleinem Geldbeutel eine tolle Sache. Also ich denke mal, vor allem junge Leute nutzen das, weil, wie gesagt, wenn man dann mal nachts irgendwie heimkommt und es fahren auch keine S-Bahnen mehr zum Beispiel oder man muss von, weiß ich nicht, vom Bahnhof irgendwie aufs Land, dann ist das natürlich immer sehr angenehm, wenn man dann so ein Taxi rufen kann. So einen guten Service hat. Genau. Von den 23 Städten und Gemeinden im Landkreis werden bisher 20 mit dem Ruftaxi angefahren. Gröbenzell, Olching und Puchheim fehlen derzeit noch, werden aber nach dem nächsten Fahrplanwechsel im Dezember 2016 mit eingebunden. Und so ist das Ruftaxi im Landkreis Fürstenfeldbruck eine echte Erfolgsgeschichte. Also der Erfolg ist ehrlich gesagt ausgesprochen gut. Er hat unsere Erwartungen deutlich übererfüllt. Wir gehen davon aus, dass wir im Jahr 2016 schon 60.000 Nutzerinnen und Nutzer haben. Wir haben eher so mit einer Drittel bis zur Hälfte gerechnet. Also es schlägt wirklich ein wie eine Bombe. Ob nach einem Sonntagsausflug, einem Partybesuch oder dem Volksfest, wer rund um die Uhr sicher und bequem zu Hause ankommen will, hat die Telefonnummer des Ruftaxis am besten immer bei sich.